Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich zwei Themen ansprechen, die mich aktuell auf Prüfergames extrem stören. Teil 1 Glücksspiel und Scam. Mit Glücksspiel beziehe ich mich jetzt auf die Casinos, Deck Games und ja, was es inzwischen alles noch so gibt. Casinos gibt es auf Prüfer Games inzwischen ja wie Sand am Meer, sollte jeder mitbekommen haben. Man braucht sich nur einmal auf CD Bild 1 und Evil wegen, ja, aus logischen Gründen gehen und dann bekommt man direkt tonnenweise Glücksspielwerbung. Im Chat, da wird man regelrecht zugebombt mit. Ich habe letztens im Stream auch auf ein Video von MoneyTV reagiert, indem er sich über Deck Games und einige CB1-Spiele aufregt. Da hat sich jemand beschwert, dass er viermal einen Dollar hintereinander gepayt hat. Und dann wurde sich darüber beschwert, dass das als nervig empfunden wird. Während des gesamten Videos von MoneyTV auf CB1 war, haben wir gesehen, dass dieser eine Valentin, der hat alle 3 Sekunden 3 Werbungen für irgendeine Glücksspielscheiße reingepostet und darüber wird sich dann nicht beschwert oder wie? Also mal im Ernst, was ist denn falsch mit den Leuten? Jetzt kommen wir aber zu den verwerflichsten Teil der Glücksspielbetreiber und zwar Scam und Betrug. Dass man Glücksspiel manipulieren kann, ist den meisten sicherlich bekannt und trotzdem wird es massenhaft gespielt, wie wir wissen. Aber mal im Ernst, geht es auf Prüfer Games für euch nur noch ums Reichwerden? Wenn ihr diese Frage persönlich mit Ja beantworten könnt, dann tut mir das wirklich echt leid. Ich bin zwar selber kein armer Spieler, ich bin aber jetzt auch kein wirklich reicher Spieler und habe zwar einen gewissen Betrag auf meinem Konto und klar, es könnte immer mehr sein, aber das interessiert mich auch ehrlicherweise gesagt überhaupt nicht. Das ganze Geld, was ich in meinen Streams reinbekomme, stecke ich mir auch nicht in meine eigene Tasche, sondern das kommt auf ein Konto und dieses Konto ist nur für die Community, bedeutet, wenn ich jetzt von dieser Kasse Spawner kaufe, dann werden die auch der Community eben zur Verfügung gestellt. Ich gebe gern Spielern Tipps, welchen Items an Wert gewinnen und welche verlieren, wenn ich mir da zu 100% sicher bin. Und mit den Vorhersagen hatte ich so gut eigentlich für immer recht behalten. Habe ich diese Vorhersagen selber investiert, um mein Geld zu bekommen? Nein. Was mir sowas von egal ist, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe, oder wie viel ich haben könnte, aber das interessiert mich auch nicht, weil ich nicht wegen Griefer Games Geld auf dem Server spiele, also mal im Ernst. Anders wie bei Glücksspielbetreibern, Casinobetreibern, wie auch immer man es nennen möchte, setzen auf Hoffnung und wahrscheinlich auch bei manchen auf die Spielsucht der Spieler, um sich selber damit zu bereichern. Und das finde ich einfach nur traurig. In Minecraft mögen manche sagen, ist es egal, wenn man gewinnt oder verliert, aber in dem Spiel fängt es dann vielleicht an, dass man gewinnt und dann baut man auf echte Slots im Leben und verliert somit sein Geld. Vielleicht mag das jetzt für den einen oder anderen etwas überspitzt dargestellt klingen, aber mich würde es echt nicht wundern, wenn sowas schon mal passiert ist. Dann gibt es auch noch die Leute, die ihre Taschen nicht voll genug bekommen und noch anfangen, die Spieler beim Glücksspiel zu betrügen, zu verarschen, zu scammen, wie auch immer. Sei es die Redstone-Schaltung im Casino oder dass sie die Gewinne einfach vertuschen bzw. nicht auszahlen, das habe ich am meisten mitbekommen. Man sieht genug Leute, die im Scammerradar sind und Werbung für ihr Glücksspiel machen und ich will auch überhaupt nicht ausschließen, dass nur die Leute im Scammerradar betrügen bzw. scammen, weil das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Man hört das echt oder man sieht es auch bei manch anderen Videos, wo die Leute einfach das Geld nicht auszahlen, sei es jetzt im Forum oder sonst so. Der ein andere, der sich mit meinem Kanal jetzt vielleicht schon ein bisschen mal runtergescrollt hat, um zu schauen, was ich für Videos hochgeladen habe, der kann relativ leicht erkennen, dass ich bereits für ein Casino auf der 1.16 vom Playflex geworben habe. Das ist natürlich erstmal ein kleiner Widerspruch, das gebe ich auch offensichtlich zu.
Jedoch habe ich im Video auch gesagt, dass Casino Schmutz ist und dass ihr euer Budget auf euer Budget achten sollt, dass ihr nicht zu viel ausgeben solltet, falls ihr es unbedingt mal ausprobieren solltet. Ganz klare Sache und auch wichtig zu erwähnen. Das Video diente auch nur dem Zweck, weil ich selber auf der 1.8 meistens unterwegs bin und mich mit der 1.16 Redstone Technik so gut wie eigentlich überhaupt nicht auskenne. Wollte ich nur mal schauen und zu verstehen, was alles so möglich ist auf der N16, und das war schon teilweise echt interessant. Ich werde auch keine weiteren Casinos, also ich habe die 1.8 Casinos, kennt man ja alle, und die 1.16 Casinos, weil jetzt auch ungefähr wie sie funktionieren, und deswegen wird es darüber auch kein weiteres Video geben, wo ich in irgendeinem Casino mich aufhalten werde, weil wir wissen alle, Casino ist Schmutz. Und Glücksspiel allgemein ist auch Schmutz. Und mehr ging es in diesem Video auch nicht. Ich habe in dem anderen Video auch, dass eine Tic-Tac-Toe vom Lee Murmel vom CB4 Server auch vorgestellt, bei dem es sich offensichtlich darum zeigen lassen geht, was ist alles möglich und wo geht es nicht darum, sich einfach nur die Taschen voll zu machen, sondern einfach einen kleinen Spaß damit zu haben. Können diese Leute berechtigterweise sagen, dass das Chest Opening am Spawn das größte Casino auf Griefer Games ist? Und das will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Ich habe mir selbst einmal bis jetzt Kristalle aufgeladen, um zu sehen, ob es sich lohnt, und die Frage für mich mit einem klaren Nein zu beantworten. In der ersten Kiste hatte ich direkt einen Präfix, aber das andere war für mich eher so mittelmäßig, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es muss halt jeder für sich halt selber bestimmen, ob das für sich einlohnt. Es ist halt Glücksspiel und ich öffne halt auch sonst nur meine Gratiskisten dort. Der Server muss sich natürlich finanzieren, ist ja auch überhaupt nicht, jetzt wird auch überhaupt nicht versteckt, dass dort natürlich Echtgeld reinfließt. Da muss jeder für sich selber halt entscheiden, ob er das Risiko mit Echtgeld eingehen möchte. Jedoch bekomme ich für das Chest Opening nicht alle 3 Sekunden im Chat Werbung dafür mit anregenden Worten, was ich doch alles so Schönes gewinnen könnte. Meiner Meinung nach sollte es eine Regelung für Glücksspiele geben, zum Beispiel, dass sie erst ab 20 Uhr angeboten werden dürfen, da wir nicht vergessen dürfen, dass auch jüngere Spieler auf Griefer Games unterwegs sind und dann vielleicht auch mal das im Chat sehen und ihr Glück auch versuchen wollen. In bereits jungen Jahren Glücksspiel anzufangen, ist einfach nur falsch. Ich denke zwar nicht, dass so eine Regelung kommen würde, aber ich würde es mir trotzdem vom Team wünschen. Kommen wir zum zweiten Teil des Videos. Geier-Content. Und damit kommen wir auch zu dem, was ich selber genauso wenig geil finde wie das Glücksspiel auf Griefer Games, und das ist halt der extrem große Geier-Content, vor allem auf Twitch, beziehungsweise in den Livestreams. Und hier ist es echt egal, ob die Leute einen Creator-Rang wie den Streamer auf dem Server haben oder nicht. Ich rede jetzt für alle. Ich sehe immer mehr davon und finde es einfach nur schade, also wirklich. Ich persönlich produziere Content, um die Leute zu unterhalten, und nicht um die Geier zu befriedigen. Also mal im Ernst, so hat es doch auch normalerweise immer angefangen. Die aktiven Stream-Zuschauer bei mir wissen bereits genau, was ich von Geier-Content halte. In meinen Augen ist Geier-Content halt einfach nur da, neue Zuschauer anzulocken, um die Aktivität in den Streams eben zu steigern. Nehmen wir mal als Beispiel Rypex, kennt jeder, und wir wissen alle, was er für einen Content macht. Er macht seinen Stream an, Giveaway, Wünsche erfüllen, Lucky Blöcke, Streamboss, und dann ist der Stream eben zu Ende und damit hat er dann circa im Durchschnitt um die 100 Zuschauer. Ist natürlich mal mehr, mal weniger, kommt halt immer auf den Tag an. Das sehen natürlich auch dann die kleinen Streamer und denken, yo, ich will auch so viele Zuschauer haben, und versuchen dann auch diesen Geier-Content eben nachzugehen, nur um Zuschauer anzulocken, und das finde ich einfach nur schlimm. Seitdem ich wieder auf Griefer Games streame, ich habe zwar früher auch schon auf Griefer Games gestreamt, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Jahre das her ist, da habe ich zwar auch keinen Geier-Content gemacht, weil es da noch gar nicht üblich war, und das fand ich auch gut so. Seitdem ich nämlich jetzt seit circa 3 Monaten wieder streame, habe ich bisher selten bis überhaupt gar keine Gewinnspiele in meinen Streams gemacht, damit ich Zuschauer habe, die auch meinen Content wirklich ansehen wollen und nicht nur mit irgendeinem Hintergedanken spielen, um irgendwas abzustauben.
Falls du einer bist, der Geier-Content machen solltest, dann stell dir doch einfach mal die Frage, hast du wirklich so viele Zuschauer, weil sie deine Persönlichkeit so geil finden oder weil etwas für sie hinterher auch herausspringt? Bring doch einfach einmal keinen Geier-Stream mit wirklich keinem einzigen Gewinnspiel und zieht das dann einmal für ein paar Streams durch. Denkt ihr, ihr habt dann immer noch so viele Zuschauer, wie ihr mit den Geier-Streams habt? Die Frage kann ich euch vorher schon mit einem klaren Nein beantworten. Und das könnt ihr euch sicher auch schon selber denken. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Streamer bin und auch nicht viele Zuschauer habe, bin ich darüber überhaupt nicht traurig, weil ich weiß, dass diese Zuschauer, die bei mir einschalten und mir zuschauen, ohne einen Hintergedanken den Stream laufen lassen und auch teilweise auch am Chat teilnehmen. Ich streame lieber für 10 Leute als für 50 Geier, die nur auf meine Items oder mein Geld aussehen. Also mal ohne Scheiß, das ist doch einfach nicht wirklich das, was ihr wollt. Vor allem bei Streamern ohne entsprechenden Rang sehe ich das am meisten. Es joint irgendjemand auf den CB und wirbt mit Verlosungen. Immer wenn ich sowas im Stream sehe, kläre ich wirklich meinen Chat und ich tue mich mit dem Gedanken anfreunden, dass ich dann auch den /clear-chat-comment benutze, weil ich sowas einfach nicht gut finde. Ich finde, vom Griefer Games Team sollte bezüglich des Regelwerks auch mal ein Update dazu kommen, was diese Geschichte angeht. Man hört, dass Leute mit Geier-Content nicht gerade die besten Chancen haben, dafür den Streamer-Rang zu bekommen, und diese Aussage finde ich auch gut. Und ich würde sie auch noch besser finden, wenn das auch strikt eingehalten wird. Nehmen wir mal als Beispiel den Ex-Streamer AldiScore. In wirklich jedem Stream gab es irgendwas zu gewinnen und dieser Geier-Content wurde dann schlussendlich auch noch mit dem Streamer-Plus-Rang belohnt. Und das finde ich einfach nur widersprüchlich, muss ich sagen. Den Streamer-Rang sollten meiner Meinung nach Leute erhalten, die sich wirklich Mühe für die Community geben, ordentlichen Content zu produzieren und nicht einfach nur Gewinnspiele hinzurotzen. Weil mal im Ernst, das kann wirklich jeder machen. Und innovativ ist sowas noch lange nicht. Und wenn ich mich mit diesem Video jetzt bei dem einen oder anderen unsympathisch gemacht habe, dann ist das halt eben so. Ich stehe zu meiner Meinung und gebe diese auch sehr gerne öffentlich bekannt. Und wenn es eine kritische Meinung ist, schließe ich nicht die Augen und den Mund, sondern schaue gezielt eben hin. Ich habe bereits das ein oder andere kritische Meinungsvideo veröffentlicht und nur die Kommentare moderiert, die eben nichts mehr mit Meinung zu tun haben. Die kritischen Meinungen über mich habe ich alle online gelassen, weil sich das nun mal eben so gehört. Schreibt mir an der Stelle mal eure Meinung zu den genannten Punkten in die Kommentare. Lasst eine Bewertung auf das Video da. Abonniert auch gerne, falls ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Oder falls ihr mal in einem Nicht-Geier-Stream dabei sein wollt, wo wir einfach nur geilen Content machen, ohne irgendwelche Gewinnspiele, dann schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei. Unten in der Beschreibung ist alles verlinkt. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag 15 Uhr wieder hier auf dem Kanal oder 17:30 Uhr bei einem neuen Livestream auf Twitch. Haut rein und ciao, Leute.